Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Teil der MongoDB-Serie. Und zwar wurde ich schon, ja, jetzt mittlerweile länger gefragt, ob ich da mal wieder einen Teil zu bringen könnte. Und habe heute mal den Entschluss gefasst, da mal jetzt wieder weiterzumachen. Das wollte ich eigentlich schon früher mal wieder machen, aber da gab es irgendeinen Fehler, weswegen ich dann doch nicht das nächste Pack gemacht habe. Aber egal. Vorab wollte ich noch kurz was sagen für die Leute, die das andere gesehen haben. Hier waren Zahlendreher drin. Und zwar habe ich hier 01345 geschrieben gehabt. Das hat auch jemand in die Kommentare geschrieben gehabt. Das hatte ich jetzt hier drin in dem Mongo Manager schon gefixt gehabt, hier unten. So. Hier haben wir an sich die ganzen Sachen hier aufgebaut. Wir haben den Init-Teil, wo wir zu der Datenbank verbinden, und den Connection-Teil. So, wir haben jetzt hier unseren kleinen Kram, was wir hier als Test gemacht haben, und heute werden wir uns darum kümmern, dass wir, sage ich mal, uns ein Entity erstellen, wo wir die ganzen User-Daten drin speichern können und das dann abgefragt wird, gespeichert wird, dies, das und wie man da am besten mitarbeitet, weil das Ganze ja asynchron ist und wir so gesehen nicht einfache Getter aus der Datenbank machen können. So. Wir fangen jetzt erstmal einmal an. Ich bin gerade am Überlegen. Wir machen uns erstmal das Entry. Und zwar erstelle ich eine neue Klasse. Und zwar nenne ich ihn jetzt einfach User. Und mache ein neues Package, nämlich Entities. So, da kommen unsere Klassen rein, die wir als Getter-Setter nutzen. So, hier erstellen wir uns jetzt mal ein paar Objekte, die wir speichern wollen. Beziehungsweise die wir aus dem Objekt uns wiederholen wollen. Heißt, wir schreiben erstmal private string UID. Wir wollen einmal die UID abspeichern, dann wollen wir nochmal den Namen des Spielers abspeichern. Dann, was kann man nochmal abspeichern? Private int group ID zum Beispiel, dass man da später noch mit weiter interagiert. Private int coins. Was kann man noch machen? Private, ich mach mal ein bisschen Platz rein. So, private, machen wir long, create date, und dann brauchen wir noch mal einmal einen Hopsa. Private long last login. Dann speichern wir die Sachen jetzt mal hier erstmal ab. Erstellen uns einmal einen leeren Konstruktor und können mit Rechtsklick hier jetzt mal über Insert Code uns alle Getter und Setter machen, die wir brauchen. Haken ansetzen, generieren, und da haben wir alle Getter und Setter, die werden wir nämlich gleich brauchen. Speichern wir ab und beenden wir jetzt mal eben und sind wieder in unserer Hauptklasse. Ich werde jetzt dafür aber auch noch für die Listener nochmal ein bzw. zwei Sachen machen. Ich glaube, ich mache nämlich jetzt erstmal mal einen Backend-Manager. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Da werden wir jetzt auch erstmal wieder unsere Hauptklasse verlinken. Private Final YouTube Mongo nennen wir Plugin und erstellen uns den Konstruktor mit der Übergabe der Hauptklasse. So, hier werden wir uns jetzt nämlich die Getter und alles Mögliche, um den User aus der Datenbank uns zu holen. So, wir machen uns jetzt erstmal die Klasse, und zwar public void create user. Dann übergeben wir den Spieler. Ja, komm, übergeben wir den Spieler, player. Und ja, wie wir das Ganze jetzt hier gleich machen werden, ich werde es euch nämlich erstmal mal zeigen, wenn wir jetzt hier User machen. Das werde ich euch jetzt mal demonstrieren. So, importieren wir. Und wenn wir jetzt mit plugin.get da ist ja noch Mongo Manager. Get Players. Find. Find and Delete. Doch, einfach nur Find. So. Und zwar, das haben wir hier vorne schon mal in der Hauptklasse gemacht gehabt. Mit dem ganzen Kram, hier haben wir das Dokument erstellt. Hier haben wir eins hinzugefügt. Und hier haben wir das erste uns geholt. Hier haben wir einen Filter angelegt. Und die Sachen werden wir jetzt anwenden. Und zwar werden wir hier wieder diesen Filter hier verwenden. Filters.eq, und den brauchen wir nämlich hier auch wieder. Filters, komm, importieren wir einmal bitte, genau, eq, und hier werden wir jetzt die UID des Spielers einmal suchen. Und zwar player.getUUID geben wir hier an, .toString, beziehungsweise ich mache das mal einmal ein bisschen, damit man ein bisschen mehr sieht. Hier schreibe ich UID hin und speichere mir hier einmal kurz in der Variable UID die UID als String ab. So, dann können wir
hier hinter das First setzen. Nicht Filter. Wo ist es denn jetzt? Limit können wir dann noch setzen, wie viele wir maximal haben wollen, aber da wir hier sowieso einzelne bekommen sollten, bin ich ver... Ah, da ist doch. Warum hat der First nicht ausgewählt? So, hier brauchen wir jetzt wieder unseren neuen Single Result Callback. Generieren, lassen wir Auto generieren und machen das Ganze mal eben zu einer Lambda Expression. Und lernen mal eben den Kram hier. Und das Problem ist jetzt, da wir jetzt hier asynchron hier die Sachen abrufen, können wir keinen Return machen. Also es würde hier uns nichts bringen, wenn wir jetzt Return New User machen, weil es funktioniert aus dem asynchronen Bereich halt nicht, weil der Synchron was zurückgibt. Deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen anders arbeiten. Weil wir fangen jetzt erstmal mal an. Wir haben unser Dokumentchen übergeben und die Exception if t der gleich null, da wollen wir den User erstellen. Heißt, wir machen User ist gleich new User. Und da setzen wir jetzt mal unsere Variablen, heißt setUID, die UID haben wir oben, user.setName ist gleich player.getName, dann user.set, machen wir einfach GroupID, die machen wir auf 0, user.setCoins, der kriegt man standardmäßig, hoppla, 100, na komm, 1000 Coins, dann machen wir 1000 Coins. Und dann setzen wir jetzt noch die Werte, setCreateDate ist jetzt system.currentTimeMillis. Und das gleiche brauchen wir jetzt hier nochmal für den Last Login, weil wir uns da natürlich das letzte Mal eingeloggt haben. So, weil wir ja auch, wenn wir den User erstellen wollen, den User noch wieder zurückbekommen wollen, müssen wir es jetzt anders handhaben. Und das soll einfach nur eine Methode sein. Und um das asynchron später ausführen zu können und was zurückgeben zu können, brauchen wir einen Consumer. Und in diesem Consumer übergeben wir unseren User, den nenne ich einfach Consumer. Und damit können wir jetzt asynchron was zurückgeben lassen. Wie wir das nachher verwenden, werde ich auch nochmal zeigen. So, das können wir jetzt hier unten schon mal hinschreiben mit consumer.accept und in dem accept übergeben wir das Objekt. So, wir werden aber hier zwischen noch was schreiben und zwar wollen wir diesen User ja auch erstellen. Und zwar machen wir jetzt ein Dokument da noch raus. Dokument beziehungsweise wenn das T null ist, dann können wir auch das T weiterverwenden. T ist gleich New Document, weil wir das ja oben sowieso schon haben. Beziehungsweise, nee, das können wir sogar noch einfacher machen. Und zwar machen wir Plugin.getJSON, haben wir ja in unserer Hauptklasse eigentlich drin. Mal nochmal nachgucken, weil wir das haben wir doch hier oben drin. Genau, wir haben nur keinen Getter gemacht. GetJSON. So. Können wir es von hier auf verwenden? GetJSON. From JSON müssen wir. From wollen wir das in eine Klasse reinparsen. Und da wollen wir jetzt erstmal aus diesem User, den wir haben, wieder UID und JSON machen, damit er das wieder in eine Klasse konvertieren kann. Und das werde ich jetzt auch nochmal kurz zeigen. Und zwar mit plugin.getJSON.toSJSON können wir einfach eine Klasse übergeben. Das ist in dem Fall unser User. Und hinten möchten wir das in eine document.class wieder verwandeln. So, jetzt macht dieses JSON, das ist was von Google, eine Library von Google, die in Spigot automatisch mit drin ist. Will man JSON in Bungee Code verwenden, muss man die noch selber hinzufügen. So, jetzt können wir hier abfragen, was mache ich mit if? plugin.getMongoManager.getPlayers.insertOne, wir wollen nämlich einen hinzufügen, nämlich den Spieler, und da brauchen wir hier wieder unseren Single Result Callback. Da kommt jetzt ja eine Void-Abfrage mit rein. Können also einfach den Lambda drum klatschen. Und wenn das hier geschehen ist, theoretisch hier consumer.accept heißt, der User wird nur zurückgegeben bzw. verwendbar sein, wenn der erstellt wurde. Dann können wir das hier unten raushauen. Kein theoretisch. Da returnen wir jetzt mal und werden jetzt einmal ein bisschen was, die Magie einmal umgekehrt machen. Und zwar werden wir uns jetzt den User hier nochmal neu machen, weil wenn das Dokument da ist, können wir das Dokument in den User reinschmeißen. Heißt mit User ist gleich plugin.getJSON from JSON. Das muss ich kurz
kann ich das hier to JSON sogar machen. Das ist nice. Das Dokument können wir direkt to JSON als String machen und hier übergeben wir user.class, damit er das in diesen User reinpackt und können dann jetzt hier wieder drunter schreiben consumer.accept user. Ich will die Videos eigentlich nicht allzu lang strukturieren. Wir sind nämlich jetzt schon wieder bei 10 Minuten. Deswegen werde ich jetzt einmal kurz zeigen, wie wir das jetzt einbinden und dann im nächsten Video alles weitere zeigen. So, das haben wir jetzt gespeichert. Wir erstellen uns jetzt mal eben schnell eine Listener-Klasse. Ich nenne sie mal Player-Listeners, weil wir da alle Players dann reinschmeißen können. Danke, Handy. Okay. Player-Listeners. So. Da implementieren wir jetzt erstmal unseren Listener. Wollen wir da. Packen hier oben wieder Final unsere Hauptklasse hin, damit wir von da wieder alles erben können. Ich muss mein Handy vielleicht mal muten. So, nenne ich wieder Plugin und erstelle mir den Konstruktor. In diesem Konstruktor werden wir jetzt direkt nochmal schreiben, dass die Listener hier registriert werden mit list.plugin.getServer.getPluginManager.register. Hoppla. Komm, Register Events. This ist halt diese Klasse wegen den Listener. Plugin ist das Plugin, was wir übergeben haben und fertig ist. So, jetzt können wir add Event Handler public void on Player Join. Player Join Event, Event und holen uns erstmal einmal den Spieler. Player oder speichern den Spieler in eine Variable. Event.getPlayer. Hoppla. Speichern wir mal ab. So. Dann können wir jetzt. Und zwar habe ich noch was vergessen. Wir müssen auch noch den Backend Manager registrieren. Und zwar machen wir hier drunter Private Backend Manager. Backend Manager. Den registrieren wir unter der Mongo Connection, weil wir die Mongo Connection brauchen. Wo wir den Mongo Manager brauchen, um das Backend nutzen zu können. Als Backend Manager ist gleich New. Hoppla. Backend Manager. Übergeben hier wieder unsere Hauptklasse und fertig ist das Ganze. Jetzt können wir hier noch den Getter hinzufügen für den Backend Manager, damit wir, hoppla, nicht alles markieren, da drin jetzt den Backend Manager benutzen können. Plugin.getBackendManager.createUser, Player und hier kriegen wir jetzt den Consumer mit dem User nämlich zurück und der geht jetzt nämlich so. Ihr macht wieder einen neuen Consumer mit dem User drin und kommt dann eure Accept-Methode. Die wird nämlich ausgeführt, also das, was ihr jetzt hier reinschreibt, wird erst dann ausgeführt, wenn er asynchron zu diesem Step hier kommt oder diesem Step. Weil einer von den beiden wird kommen und dann wird der User übergeben, den wir aus der Datenbank holen bzw. neu erstellen und wird dann hier zurückgegeben. Heißt, wir können jetzt hier einfach mit, ich werde den auch immer mal umbenennen in User, wir sagen jetzt in player.sendMessage. User Data Found. So, Player.SendMessage. Dann machen wir nochmal einmal Plugin.get. JSON verwenden wir nochmal. To JSON und übergeben hier unser User. Und da das ein String ist, sehen wir das dann nochmal da. Können das Ganze hier nochmal eben die Lambda Expression drüber klatschen und ja. Da werden wir auch noch ein paar so Sachen mitmachen. Ich weiß nicht, ihr könnt ihr gerne mal in die Beschreibung packen. Ach, in die Beschreibung, in die Kommentare schreiben, was ihr noch zu diesem ganzen MongoDB sehen wollt, weil ich wollte die Serie eigentlich komplett fertig machen. Es wurde auch schon mir geschrieben, ob ich auch nochmal zeigen soll, wie man das Ganze auf einem Server vernünftig installiert. Etc. Also könnt ihr gerne mal in die Beschreibung packen. Wir werden jetzt mal ganz schnell den Listener registrieren mit Private Listener. Player Listener wird es ja genannt. Player Listener speichern wir in der Variable Player Listener und schreiben hier jetzt runter list.playerManager ist gleich new Player Manager. So, dann würde ich mal sagen, testen wir es in der nächsten bzw. übernächsten Folge, liefern, wie schnell wir da jetzt näher kommen. Vielleicht kommt morgen schon das nächste Video oder sonst halt übermorgen. Ich hoffe aber schon morgen das machen zu können. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.